einen wunderschönen Montag, einen schönen Wochenstart. Diese Woche wird großartig, denn ich fliege am Freitag mit meiner Mama nach Paris, Paris. Ich habe 19 bis 22 immer Kunstnägel. Also was Feuriges. Ja, und hier vorne sind es eben etwas blonder, wenn ich es im Seitenscheitel trage, passt es auch, denke ich, ganz gut. Und hier jetzt auch gleich mal alle Schuhe, die ich nach Paris mitnehme. In Paris möchte ich meine Tasche kaufen. Kontrolliere natürlich, dass sich diese Kleidungsstücke hier auch matchen, also dass es zusammenpasst. Es ist vollbracht. Der Koffer ist fertig gepackt. Willkommen zurück beim Weekly Vlog. Einen wunderschönen Montag, einen schönen Wochenstart. Diese Woche wird großartig, denn ich fliege am Freitag mit meiner Mama nach Paris, Paris. Irgendwie kann ich es kaum, na boom. Irgendwie kann ich es kaum glauben, dass inzwischen die 10 Wochen schon rum sind. Vor 10 Wochen habe ich euch davon erzählt, jetzt ist es bald soweit. Dadurch wird dieser Weekly Vlog diese Woche etwas kurz. Ich filme nur bis Donnerstag und ab Freitag kommt dann das Travel Diary, also ein eigener Reisevlog mit meiner Mama und allen Dingen, die wir gemeinsam in Paris machen. Diese Woche steht im Zeichen der Glow-Up Week, also so ein bisschen, weil ich habe einen Plan. Muss ich mir gleich alles in mein Büchlein reinschreiben, in mein Bullet Journal, den Plan der nächsten Tage. Jetzt habe ich nachher gleich einen Nageltermin. Ich habe immer Naturnägel. Und ich lackiere mir immer die Nägel, also seht mich sehr selten bis gar nicht mit ablackierten Nägeln. Und ich dachte irgendwie, ich hätte Lust, jetzt für den Sommer mal künstliche Nägel zu haben. Aber ich persönlich mag keine sehr spitzen, sehr langen Nägel. Ich mag auch nicht dieses klassische French Design, was ich früher hatte, diese French Nails. Also ich hatte im Alter von, ich glaube, 19 bis 22 immer Kunstnägel. Ich hätte sie gerne kurz, also nicht zu lang. Shellack möchte ich auch nicht. Ich hätte schon gerne ein bisschen mehr. Also schon gerne eben diese Nagelmodellage, aber nicht zu lang und auch eher eckig und gerade, sodass sie im Alltag nicht stören, aber dass ich einfach mich nicht jeden Tag oder alle zwei, drei Tage um die Nägel kümmern muss. Shellack bin ich kein Fan. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich nehme euch mit zum Nageltermin. Dann habe ich am Mittwoch Friseurtermin. Der Nachwuchs gehört nachgefärbt, das Blond wieder aufgefrischt, das Rot auch. Da steht am Plan. Und wir werden gemeinsam Koffer packen. Also Glow Up Week, Hair, Nails und What I Pack for Paris. Das ist der Plan. Was packe ich alles ein? Welche Outfits plane ich unten? Ein bisschen so Alltagszeugs, Bums, Dings. Ja. Also das ist der Plan dieser Woche. Ich werde mir auch noch die Brauen fern, Brauen zupfen, solche Sachen halt. Und ja, da muss ich schauen, was ich alles mitnehme. Nach Paris. Ich bin schon dabei, Outfits zu planen. Was denn? Na bitte. Magst du raus in den Garten? Okay. So, Lucky ist draußen im Garten. Der Plan für Paris, was wir jetzt machen, steht. Wir haben alle Restaurantreservierungen. Wir haben schon das Taxi gebucht vom Flughafen zum Hotel. Vom Hotel zurück am Montag. Also das haben wir alles schon gecheckt. Muss ich nur noch Koffer packen und Spaß haben. Die Wettervoraussage sieht auch ziemlich gut aus und ich kann es kaum erwarten, dort zu sein und all das mit meiner Mama zu machen, was wir geplant haben. Das wird richtig, richtig cool. Jetzt esse ich ganz schön mein Frühstück, trinke auch noch meinen Kräutertee und ich muss in 20 Minuten zum Nageltermin gehen und dann sehen wir uns gleich wieder.
angekommen, zurück am nächsten Tag mit meinen fertigen Nägeln. Ich musste mich da jetzt mal dran gewöhnen, bin aber super zufrieden. Dieses Design haben wir absichtlich so gewählt, also dass drei Nägel vollständig sind und zwei haben nur Spitze bzw. den Untergrund hinten. Sie sind auch sehr kurz, das war auch absichtlich. Ich möchte keine zu langen Nägel, weil die sind eher hinderlich, aber ich bin super zufrieden und ja, freue mich schon mal über diesen kleinen Glow-Up heute. Bad Hair Day, dessen sind die Haare zusammengebunden. Morgen geht es aber wie gesagt zum Friseur. Ich habe heute einen rein organisatorischen Tag, habe gestern ewig lang Socken sortiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hasse Socken. Mein Mann und ich, wir sind gestern bei, ich glaube, einer ganzen Folge Better Call Saul gesessen und haben mir einen ganzen Wäschekorb an Socken zusammengelegt. Es sind einfach so viele, aber jetzt ist das wieder mal erledigt. Das ist ja so eine Sache, die ich echt ungern mache. Aber was halt auch gemacht werden muss, sonst beschweren sich die Kinder die ganze Zeit, dass sie keine Socken haben und die brauchen halt auch Socken. Ja, ich glaube, heute wird es ein bisschen langweilig. Ich wollte euch nur, wie gesagt, schnell die Nägel zeigen. Die sind übrigens bei beiden Händen in diesem Design. Und ja, ich melde mich dann morgen wieder, wenn wir gemeinsam beim Friseur sind. Da freue ich mich drauf. Zurück frisch vom Friseur und ich habe die Haare ein bisschen verändert. Ich glaube, man sieht schon mal ganz gut. Ich wollte es hier vorne etwas blonder haben. Ich bin noch im Wiegelwagel auf gut Österreichisch, ob das so passt, ob mir das so gefällt oder ob es doch ein bisschen zu hell ist. Ich meine, der Vorteil ist, ich habe so eine Pflege da, wo ich es auch gerne wieder so ein bisschen ins Orange gehen lassen kann. Wir wollten aber das Blonde nicht hier unten reinziehen, weil es dann so viel ist und ich mag diesen Übergang sehr. Das hat halt so was Feuriges. Ja, und hier vorne sind es eben etwas blonder. Wenn ich es im Seitenscheitel trage, passt es auch, denke ich, ganz gut. Und wir haben die Stirnfransen ein bisschen geschnitten. Also die sind etwas kürzer, weil die waren einfach schon so lang. Und jetzt mache ich das auch ganz gerne, wenn ich die Haare zum Beispiel... Ich habe ja einige Spangen gekauft, wenn ich sie so tragen kann oder auch ganz klassisch als Ganzes hochgezwickt, habe ich da einfach ein bisschen mehr gestufte Haare. Generell haben wir die Haare durchgestuft, sodass wir nicht mehr diesen klassischen Bob haben. Und so finde ich das eigentlich auch ganz schön. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich meine, ich habe die Haare jetzt schon so und sie bleiben auch so. Also das zu den Haaren. Passend dazu habe ich noch ein paar Dinge besorgt für Paris. Einmal so eine Rundbürste, damit ich das auch richtig gut ausfüllen kann, weil in Paris nehme ich den Dyson nicht mit und normalerweise mache ich sowas vorne beim Pony immer ganz gerne mit dem Dyson. Aber das ist ein bisschen schwierig, weil ich ihn ja, wie gesagt, nicht mit habe. Dann habe ich gekauft, weil ich so extrem weiße Beine habe und ich habe bei Instagram auch gefragt, ob mir meine Community ein Bräunungsdings empfehlen kann. Also ich stehe zu meiner noblen Blässe, ja. Ich bin ein sehr, sehr heller Hauttyp. Ich habe Sommersprossen, das wisst ihr. Ich meine, jetzt bin ich gerade geschminkt, aber mich stört das eigentlich gar nicht, dass ich jetzt nicht braun gebrannt bin und ich werde im Sommer auch nicht allzu braun. Aber meine Beine sind halt so weiß, das sieht echt schräg aus, dass ich mir jetzt überlegt habe, dass ich gerne irgendwas machen möchte. Aber viele haben mir davon abgeraten, einen klassischen Selbstbräuner zu verwenden, vor allem fürs erste Mal, weil es halt dann sein kann, dass ich fleckig werde. Das will ich nicht. Oder dass es was abfärbt. Ich probiere jetzt aber mit einem Peeling-Handschuh, den habe ich hier von Parsa Beauty, und mit diesem Garnier Ambre Soleil beruhigende After Sun, sanfte bräunende Feuchtigkeitsmilch. Weil im Prinzip ist es ja ein After Sun, was aber einen Bräunungseffekt dabei hat. Und da steht auch, verstärkt und verlängert ein gebräuntes Hautbild. Ja? Also das soll das quasi ein bisschen bräunen, das hat mir auch jemand geschrieben, aber ohne jetzt arg zu bräunen. Ich probiere es einfach aus, ja, vielleicht funktioniert das. Dann habe ich von Dove wie immer mein Deo gekauft und zur Sicherheit auch noch Blasenpflaster.
kann man immer brauchen. Und ich glaube, das war's. Das waren die letzten Besorgungen. Nein, ich habe auch noch... Wo sind die? Ah, die sind in meinem Apothekensackerl. FFP2-Maskenfrischer. Auch gekauft für Flug, Flughafen und wo wir sie in Paris brauchen können. Ja, also insofern sind alle Erledigungen mal erledigt. Oh, das ist jetzt ein super Wortspiel gewesen. Und ja, ich glaube, ich mag das. Mich erinnert das jetzt irgendwie sehr an Cherry Halliwell von den Spice Girls oder auch an Hayley Williams von Paramore. Ich mag es. Ich fühle mich mit dieser Frisur tatsächlich wieder etwas jünger. Das ist nie schlecht, wenn man 37 Jahre alt wird. Na, ich mag es. Irgendwie hat es wirklich was von Cherry. Und wenn es mir nicht mehr gefällt, kann ich es auch ein bisschen orangerlicher machen. Ich mag auch die kürzeren, stillen Fransen. Das ist auch so ein bisschen so wie Curtain Bangs, aber halt nicht zu sehr, weil im Sommer sind die sonst zu hinderlich. Sorry, weil ich mir jetzt die ganze Zeit noch die Haare fuchtel. Morgen packen wir Koffer, heute nicht. Ich trinke jetzt nämlich noch ganz fix meinen Kaffee, dann machen wir einen Radausflug. Bei uns ist sehr schön, sehr warm, sehr heiß. Im Gewächshaus habe ich auch gerade einige Pflänzchen entgeizt. Das habt ihr ja gesehen im letzten Vlog, was das heißt. Also ich habe quasi unnötigere... Ja, jetzt kann ich schon wieder dieses Botanikzeug nicht so gut, also diese Zweigerl halt weggezwickt, damit die ganze Energie in die Früchte fließt. Ja, Gewächshaus sieht gut aus, passt mal alles und ja, dann, das zeige ich euch morgen. Ja, das zeige ich euch morgen. Ja, ja, ich verabschiede mich mal. Wir fahren jetzt als Essen. Vielleicht nehme ich euch da ganz fix mit und da hinten wartet schon meine Garderobe. Ich habe schon alle meine Outfits zusammengesucht für Paris und hallihallo, willkommen zurück am Donnerstag. Morgen um diese Zeit sind wir schon längst am Flughafen. Juhu! Also wenn ihr das seht, dann bald, ja, hm, ja. Ich bin dabei, Koffer zu packen mit diesen Sachen hier auf der Stange. Ich schaue heute echt ein bisschen erledigt aus. Das liegt daran, dass ich hier eine ganz leichte, ich weiß nicht, ob es jetzt Entzündung auf dem Augenlid habe. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich kriege hier auch ein paar Pickel. Es ist einfach der Klassiker schlechthin. Immer kurz bevor ich wohin fahre, spielt meine Haut verrückt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mir dieses Mal wirklich keinen Stress im Vorhinein gemacht habe. Es ist alles erledigt, es ist alles organisiert. Ich habe extra geschaut, dass diese Woche eine ruhige Woche ist, dass ich nicht krank werde oder sonst irgendwas. Und trotzdem, das ist der Dank meines Körpers. Macht nichts. Ich bleibe deshalb heute ungeschminkt, gönne meiner Haut eine Pause. Und nebenbei muss ich auch noch das Haus dann putzen, das Badezimmer putzen. Und da bringt es ja nichts, weil ich werde dann nur schwitzen. Also deshalb bin ich hier heute, sorry, in Jogginghose und Top. Und führe euch jetzt mal durch meine Items, die ich in den Koffer einpacke. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an hier hinten mit der Stange und ich zeige euch, was reinkommt. Dann zeige ich euch auch noch richtig coole Packing Cubes. Ich habe nämlich echt stylische Cubes von Bag It All bestellt, selbst gekauft und ich bin so begeistert. Das sieht nämlich richtig cool aus. Und ja, ich werde sonst verrückt, wenn alles im Koffer rumfliegt und ich habe das gerne alles geordnet, am besten sogar noch nach Outfits. Bin da ein bisschen ein Organisationsfreak. Unter anderem habe ich auch bei Instagram erst vor kurzem geteilt, dass ich auch wirklich meine Outfits für solche Reisen durchplane. Ich kann euch nachher auch gerne ein paar Beispiele zeigen, beziehungsweise eben, wie ich das mache. Ich zeige euch auch meine Packliste. Aber ja, kommen wir mal zur Kleiderstange. Ich glaube, ihr seht schon mal ganz gut, die Farbe in Paris wird vor allem grün, weiß und schwarz sein. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gerade so richtig Bock auf grün, weniger gelb, aber eben so ein richtig sattes, schönes Grasgrün. Diese Bluse nehme ich aber nicht mit, die hängt nur hier noch dabei. Und ja, ich fange mal an mit der ersten Sache. Diese Tasche, die kommt auf jeden Fall mit. Kriege ich sie jetzt hier vom Haken runter. Und zwar ist es eine Tasche von H&M, die habe ich euch schon gezeigt. Die nehme ich mit. Am ersten Tag wollen wir nämlich ein Picknick machen vor dem Eiffelturm. Dazu habe ich dieses Tuch von Kani bei Zalando bestellt. In dieser Tasche ist auch schon was drinnen. Hier drinnen befinden sich nämlich schon ein paar Sachen fürs Picknicken. Einmal Servietten, dann in diesem Fach sollten Papierstrohhalme drin sein, genauso wie Pappbecher und
eine Leder-Picknickdecke. Diese Decke ist von Guthrie. Ich habe die 2016 als Sample bekommen und ich liebe diese Lederdecke. Die hält immer noch, wie gesagt, das sind jetzt schon 6 Jahre. Die ist so top, ich zeige euch die dann auf jeden Fall in Paris. Die passt ja auch gut rein. Und diese Tasche kommt genauso in den Koffer hinein. Dann geht es auch schon weiter zu meinem nächsten Highlight. Dieses Kleid, das ich mir ganz neu von Minus gekauft und bestellt habe. Ich hänge das jetzt so hin, genau, dann seht ihr das gut. Das möchte ich gleich am ersten Nachmittagabend in Paris anziehen. Also wenn wir ankommen, werde ich mich noch umziehen, dieses Kleid anziehen. Dazu passen doch auch bitte perfekt meine Viveya Mules. Also die kommen mit zu diesem Kleid. Die Converse in schwarz. Dann einmal meine New Look Heels. Die sind schon so abgelatscht, aber sie sind einfach die allerbequemsten. Die brauche ich nämlich am Samstagabend. Dazu ganz neue Converse Lift. Die haben hier nämlich eine leichte Plateausohle. Was ich total cool finde, ist, dass sie sehr bunt sind. Auch innen super bequem. Und sie haben an den Enden sogar lilane Schuhbänder. Ich verlinke euch die gerne unten. Dazu kommt auch noch, dass sie so ein, ja, im Lederdesign ein Blümchenmuster haben. Die Zunge ist ebenfalls Leder. Ja, also die finde ich richtig cool. Die ziehe ich dann gleich beim Hinflug an. Und natürlich müssen nach Paris meine Chloe-Slippers mit. Und zwar nehme ich die schwarzen mit, die kommen dann in das eigene Säckchen rein. Also das sind hier jetzt auch gleich mal alle Schuhe, die ich nach Paris mitnehme. Diese klassischen Ripped Jeans habt ihr bei mir schon sehr oft gesehen. Die kommt mit. Ich finde, es ist so ein richtig lässiger Street-Style für Paris. Dann eben die schwarze klassische Hose mit 7/8. Dazu kombiniere ich auch sehr gerne meine schwarze Lederjacke, die kommt mit, denn die ziehe ich abends an, wenn wir essen gehen am Samstag, mit meinem Mango-Kleid, mit dem Wickelkleid, das habt ihr auch schon mal gesehen. Das hat hier etwas, ja, so richtige catchy Schultern, also das ist so gerafft und sieht richtig, richtig cool und edel aus. Also dieses Kleid kommt mit der Lederjacke oben drüber, dazu diese schwarzen Heels, die ich euch gerade gezeigt habe, und Taschen zeige ich euch auch gleich. Ich nehme nämlich eigentlich nur 2 Taschen mit, denn in Paris möchte ich meine Tasche kaufen. Des Weiteren nehme ich nach Paris meinen weißen Rock mit, nach dem habt ihr schon öfters gefragt, den gibt es aber leider nicht mehr. Das war ein Kauf bei H&M letztens, hatte ich schon öfters an. Dazu Trick 17, unter anderem jeder von uns kennt, also die meisten, das ist ganz egal welche Kleidergröße man tragt, aneinanderreibende Oberschenkel, zum einen nichts durchscheint von der Panty, also von der Unterhose. Des Weiteren, damit die Beine nicht aneinander reiben können, habe ich hier so eine weiße Radler. Ich trage das auch immer sehr gerne unter Kleid und Röcken, weil ich einfach auch Angst habe, wenn das irgendwie, ja, der Wind unten reintritt oder sowas, blank ziehen muss ich nicht unbedingt. Das heißt, hier habe ich eine weiße Radlerhose von Saint. Des Weiteren kommt neben, bei den T-Shirts muss ich mich erstmal durchschauen, welches T-Shirt ich anziehe. Ich probiere übrigens alle Outfits einmal durch, so wie ich sie mir vorstelle, damit ich mir anschauen kann, heute gefallen mir die am Wochenende auch. Dieser Blazer ist von Mango. Der kommt fix mit. Den möchte ich am Sonntag dann anziehen. Er hat dieses Bouclé, also diesen Tweed-Bouclé-Stoff. Dazu so richtige edgy Knöpfe. Ich finde, das schreit einfach nach Paris. Das passt perfekt. Also der wird kombiniert mit der weißen Hose, mit einem schwarzen Shirt, mit schwarzen Converse und meiner Pauline-Tasche. Dazu nehme ich auch noch diese Bluse mit. Die habe ich schon länger. Die ist von Only mit so Spitzendetails, die würde ich dann zu dem weißen Rock anziehen. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles gesehen. Ich glaube, es war gerade ein bisschen abgeschnitten, das Bild. Ja, ich probiere die Outfits jetzt nicht an für euch, weil ihr werdet alles im Paris-Vlog dann sehen, wo es eben um Sightseeing geht, what to wear in Paris, was wir in Paris getan haben, die Mama und ich. Ja, also das seht ihr dann alles. Aber ich werde euch jetzt die Packing Cubes zeigen und wie gesagt alles einpacken. Dann kann ich euch dieses System von Bag All zeigen. Und die Tasche. Welche Tasche? Es kommen 2 Taschen mit. Einmal meinen Chloé-Rucksack und meine schwarze Pauline Mini-Bag. Die kennt ihr ja schon. Die kommt auf jeden Fall auch mit. Dann habe ich natürlich vergessen auch noch ein Pyjama. Einmal so eine Hose von Only und ein weißes Shirt von H&M. Mein Steamer wird eingepackt. Und hier haben wir schon die Bag All Packing Cubes. Und einmal Packing Cubes, die ich bei Amazon bestellt habe. Wie vorhin schon angesprochen, habe ich immer eine Packliste. Ich schreibe das entweder in meine Samsung Notes hinein oder ich schreibe das in eine Excel-Liste. Hier habe ich eine Excel-Liste, in der drin steht eben Paris für 3 Tage. Da stehen einmal
ja, was an Bekleidung in meinen Koffer reinkommt, welche Tasche, welche Schuhe. Auf der drüberen Seite hier steht alles an Beauty und Kosmetika. Und hier unten habe ich auch schon eine Vorauswahl an Outfits. Das heißt, da steht Freitag Flug Paris, was ich beim Flug in Paris anhabe, was ich abends anhabe, wenn wir dann in Paris sind, genauso Samstagvormittagsoutfit, Abendoutfit, Sonntagsvormittagoutfit, Sonntagsabendoutfit und Heimreiseoutfit. Ich schreibe mir diese Outfits hier alle auf, kontrolliere natürlich, dass sie diese Kleidungsstücke hier auch matchen, also dass es zusammenpasst, und das kommt dann so in meinen Koffer rein. Ich habe hier aber auch immer wieder bei Pinterest, da mache ich mich auf die Suche nach Outfits, die mir gefallen, Outfits, die erstens natürlich zu meinem Kleiderschrank passen, es soll ja zu mir, meinem Stil passen, Outfits, die mich, wie zum Beispiel dieses hier, einfach nur inspirieren. Ich habe keine Hermes-Slippers, ich habe auch keine so eine große Basket, die ich mitnehme, aber die Blue Jeans mit dem weißen Shirt und mit Schuhen, mich inspiriert das, dass ich das tragen möchte. Dann zum Beispiel dieses grüne Kleid mit Trenchcoat hat mich dazu inspiriert, das grüne Kleid anzuziehen. Ja, das sind einfach so richtig klassische Outfits und ich schaue dann, was kann ich in meinem Kleiderschrank rausziehen, wie kann ich das kombinieren, und es soll halt immer zu mir passen, ich muss mich darin wohlfühlen. Deshalb probiere ich, wie gesagt, alle Kleidungsstücke dann auch einmal an. Dazu bin ich auch ungeschminkt, weil wir kennen es, Kleidung an- und ausziehen über den Kopf ist halt immer sehr schwierig, wenn Foundation drauf ist, weil dann hat man gleich alles auf der Kleidung und das wollen wir nicht. Die Kleidung soll ja frisch mit in den Urlaub und frisch mit auf Reisen. Diese Outfits findet ihr zum Beispiel ganz einfach, wenn ihr bei Pinterest eingibt, Parisienne Style oder Outfit Paris, What to Wear Traveling to der Destination. Solche Suchbegriffe eingeben, euch ein bisschen durchschauen, ihr findet dann reichlich Inspiration und sucht euch das raus, was euch einfach so inspiriert, was für euch visuell ansprechend ist und wo ihr sagt, okay gut, dazu kombiniere ich dann etwas. Diese Packliste gehe ich jetzt durch. Ich packe jedes Stück, das in den Koffer wandert, wird hier abgehakt oder in dem Fall markiert bzw. durchgestrichen, damit ich weiß, es ist drinnen. Dann, wenn diese Liste halb abgearbeitet ist, weil viele Dinge, zum Beispiel hier oben haben wir organisatorisches und Handgepäck, das kommt ja dann erst ins Handgepäck, die gehe ich dann erst morgen durch. Wenn ich dann weiß, okay, kurz bevor ich das Haus verlasse, ich habe mit meinem Pass, ich habe mit meiner Geldbörse, meine Vlogging-Kamera, Nasenspray, ich habe mit Ladekabel, Powerbank, also alle technischen Geräte, die ins Handgepäck rein müssen, dass es alles drin ist, genauso wie Zahnpasta, Zahnpasta, meine Miscellane-Kit. Also diese Dinge kommen eben alle dann morgen erst rein. Einpacken würde ich alles, wie ich euch gerade gesagt habe, in Bag All Packing Cubes. Das war eine Instagram-Werbung. Die hat mich getriggert und ich wollte es dann kaufen und ich habe es bestellt. Also auch ich lasse mich hier gerne mal beeinflussen. Und man sieht hier schon mal ganz gut, finde ich, auf diesem Foto das Prinzip. Und zwar diese Bag All Packing Cubes haben unterschiedliches Design, schwarz, weiß und rosé. Sie passen zusammen und sind dann einfach richtig der Eyecatcher, damit auch der Koffer gut aussieht. Ja, für solche Dinge gebe ich Geld aus. Das liegt aber auch einfach in meinem Job. Ich möchte natürlich auch ja, euch ein bisschen inspirieren und ich habe gern alles schön. Merkt man vielleicht, ja, ich dekoriere gerne, ich mache gerne alles schön und ja. Und ich musste das einfach kaufen. Ich meine, wie genial ist zum Beispiel schon mal das hier? Tablet und Charger. Hier vorne den Charger reingeben, hier das Tablet reingeben. Dazu gibt es auch passend Earbuds. Das ist ein eigenes Set. Bekomme meine Samsung Buds rein. Hier kommt Tablet rein, beziehungsweise in dem Fall nehme ich kein Tablet nach Paris mit, aber da kommt rein die Powerbank, der Charger für die Canon, für die Vlogging-Kamera, die Aufladestation. Das habe ich dann alles hier drinnen. Das passt super und ja, ist einfach sehr praktisch. Dann habe ich auch extra dazu bestellt, diese Tasche, wo eine Tasche quasi reinkommt, weil ich das einfach so süß fand. Und dann gibt es hier dieses normale Set. Also das ist so dieses klassische Set. Das besteht aus Anders und Socks. Also richtig cool, getrennt. Unterwäsche, Socken oder BHs kann man hier rein tun. Dann einmal Various. Also keine Ahnung, was da drin landet. Ich werde dafür sicherlich einen Zweck finden. Dann Shoes. Ich meine, ihr habt gesehen, ich habe viele Schuhe, aber hier kann ich zum Beispiel schon mal die Vivea Shoes reintun. Die Chloe Schuhe haben ein eigenes Sackerl und die New Look Shoes. Dann, sehr praktisch, Laundry. Also alles, was schmutzig ist, gerade Unterwäsche, gebe ich dann immer in solche Säckchen rein, weil ich will die dann nicht beim Heimfliegen im Koffer rumfliegen haben. Und dann haben wir noch zwei solche Cubes, bedeutet einmal ein kleiner, ein mittlerer und dann der große Cube. Ja? Man kann das wahllos erweitern. Es gibt hier eigene Cubes mit Lingerie, mit Toothbrush, Make-up, eine ganz große Bag. Ihr seht hier, könnt euch das gerne anschauen, das ist jetzt
keine Werbung in dem Sinn. Also es ist schon Werbung, aber ich habe es selbst gekauft. Es gibt auch einen Shop in Paris, vielleicht finde ich den sogar, einen Bag-All-Store, wo es wahnsinnig viele Sachen gibt. Cool ist auch, dass es alles aus Baumwolle ist, das heißt, es ist alles waschbar. Es ist kein einziges Stück Plastik dran, außer, okay, die... Ich glaube, das sind Metall, die Verschlüsse. Das sind nochmal diese Cubes, die werde ich dann anfüllen. Und dann habe ich mir als, zusätzliche Cubes, weil ihr seht, ich nehme doch einiges mit, welche bei Amazon bestellt, weil die Bag-All-Taschen sind jetzt nicht unbedingt ganz, ganz günstig. Und hier habe ich dann auch noch für Toiletries, dann Wish You Have a Colorful Life, so ein Cube und diese klassischen Cubes, die ihr gerade gesehen habt. Also das kann ich auch super alles anpacken. Da haben wir nochmal Shoes, da werden dann die Converse reinkommen. Und ganz schwarz, weil ich finde das einfach am ansprechendsten und schönsten. Und in der gleichen Sache wie Bag-All auch nochmal diese großen. Die sind aber aus Nylon. Günstiger. Ich glaube, dieser Kit kostet bei Amazon 25, 30 Euro. Und Bag-All kommt schon aufs Doppelte bzw. Dreifache. Deshalb werde ich euch alles davon verlinken, also beide Sets. Und ihr könnt ja dann entscheiden, falls ihr sowas auch braucht, ob ihr es nachkaufen möchtet und was besser zu eurem Budget passt oder was euch einfach besser gefällt. Ich lege jetzt los, ich packe jetzt alles ein, ich probiere jetzt meine Outfits durch und zeige euch dann den fertig gepackten Koffer. Hier haben wir auf jeden Fall mal das beste Beispiel, warum es gut ist, im Vorhinein Outfits durchzuprobieren, denn ich entscheide mich jetzt doch für diese Tasche statt dem Rucksack. Ich weiß nicht, irgendwie, die hat halt so eine praktische Größe, da kriegt man echt viel rein. Für unterwegs auch eine Trinkflasche und irgendwie mag ich doch die mithaben. Ah, schwierig, schwierig, aber genau deshalb durchprobieren. Ich hätte zum Beispiel auch nämlich gar nicht diese Bluse mitgenommen, aber ich finde dieses Outfit jetzt eigentlich auch ganz cool mit Sonnenbrille, geschminkt natürlich. Finde ich das auch sehr gemütlich für unterwegs. Es ist vollbracht. Der Koffer ist fast fertig gepackt. Ich habe ihn jetzt natürlich für ein Instagram-Foto bzw. für das Thumbnail-Foto für diesen Vlog etwas schöner aufgelegt, aber... Das kommt mit. Hier habe ich BHs und Schlafgewand, Kleid, also da sind Kleider drinnen. Da ist drinnen Gürtel, Haarspangen. Hier haben wir auch wieder Kleider, Blusen. Die Brille kommt auch woanders hin. Da kommt natürlich noch das Make-up-Case. Der Blazer wird dann hier drauf gedeckt, genauso die Lederjacke. Hier haben wir Schuhe. Die Schuhe werden da noch eingepackt. Underwear and Socks. Die Tasche, da kann ich noch ein bisschen Platz ausnutzen. Es wird auch noch alles hier reingepackt. Es kommt jetzt doch der Chloe-Rucksack auch mit. Ich habe alle Outfits durch. Geschaut, der Steamer dann noch, da muss ich jetzt noch was vorsteamen. Aber das war's. Also die Koffer für Paris sind soweit gepackt. Die ganzen Beauty-Produkte mache ich dann erst morgen in der Früh, wenn ich mir noch schminke. Und das war's. Ja, oh Gott, der Koffer ist fertig. Das Wetter hat sich jetzt ein bisschen verändert. Es könnte mal kurz regnen, aber das macht nichts. Ich hoffe einfach auf trockenes Wetter. Haltet uns die Daumen auf schönes Wetter. Heute werde ich, wie gesagt, einmal noch Haare waschen, dass ich es in Paris nicht machen muss. Dann werde ich mir noch die Augenbrauen jetzt zupfen und färben. Die Fußnägel noch lackieren. Die Nägel sind ja dank Kunstnägel jetzt schön. Da brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Das war's. Ich werde jetzt auch das Bad putzen, das Haus putzen, die ganzen Techniksachen noch einpacken. Und dann freue ich mich auf Paris. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kurzen Weekly Vlog zum Thema Glow Up, Pack With Me, was ich alles mit habe. Also im Prinzip habe ich fast alles mit, nur die Änderungen habe ich euch vorhin ja gerade gezeigt. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich aus Paris zurück bin, wenn ich euch das Travel Diary zeigen kann, was meine Mama und ich alles in Paris erlebt haben. Und ich hoffe, ihr habt auch alle ein schönes Wochenende und ihr freut euch schon auf meinen nächsten Vlog. Wir sehen uns ganz bald wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis bald!